Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wie gut, dass es hier nur um Verkehr geht und nicht um das Urheberrecht. Denn was die Landesregierung im hier vorliegenden Haushaltsentwurf an Ideen Copy und Paste betrieben hat, würde mancher einschlägigen Anwaltskanzlei das Wasser und blinkende Eurozeichen in die Augen treiben. Wir sprechen von der Verkehrswende. Ja, die Landesregierung hat die Verkehrswende für sich entdeckt und sich bei den Piraten ausgiebigst bedient. Das wäre uns recht, wenn es sich nicht auf schöne Worte beschränken würde. Denn dem vom Minister Groschek so oft bemühten nicht weiter so und dem Erhalt von Neubau würden wir uns nur zu gerne anschließen. Real ist davon nichts festzustellen, denn im Haushalt sehen wir die politische Bereitschaft nicht, wirklich Neues zu wagen. Der eine oder andere eingesparte Straßenneubau ist schlichte Kosmetik, übertüncht immer noch, bis auf Ausnahmen weitestgehend fehlende Einsicht, dass Infrastrukturen gepflegt und erhalten werden müssen, dass dafür Geld vorzusehen ist. Aber wenn das Sparen von Ausgaben nicht einhergeht mit dem Aufzeigen von Alternativen für eine mobile Gesellschaft, dann hat das eben nichts mit einer glaubwürdigen Verkehrswende zu tun, sondern folgt allein und dies noch dazu ohne Überzeugung den Zwang, vernünftig zu wirtschaften. Zu einer Verkehrswende gehört nicht nur die halbherzige Kürzung von Haushaltstiteln für den Straßenverkehr im Allgemeinen, dem Autoverkehr im Besonderen, sondern auch das Bereitstellen von Mitteln für die Entwicklung von langfristig tragfähigen Alternativen. Natürlich warten wir alle sehnsüchtig auf den RRX, natürlich warten wir alle ungeduldig auf den Eisernen Rhein oder die Betüvelein. Aber bis wir hier auf Vollzug hoffen können, vergehen noch Jahre oder Jahrzehnte. Mobilität im urbanen Bereich ist heute und morgen, definiert sich, daran kann es keinen Zweifel mehr geben, nicht länger am motorisierten Individualverkehr. Abseits der Ballungsgebiete sieht es jedoch noch ganz anders aus. Und hier steht die Politik und damit die Landesregierung vor einer Herausforderung, die Dimension und Gewicht alles andere weit überragt. Denn bei den Problemen, die wir mit der CO2-Belastung und Lärm in den Städten haben, dürfen wir doch nicht vergessen, dass es auch in unserem Bundesland noch viele Gebiete gibt, die ÖPNV-mäßig schlecht erschlossen sind. Und wenn diese vollzogen und das platte Land genauso in den ÖPNV eingebunden ist wie unsere urbanen Bereiche, dann erst sollte es die Landesregierung erlauben, von einer Verkehrswende zu sprechen. Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf verzichtet die Landesregierung darauf, den ÖPNV, den nicht motorisierten Individualverkehr, substanziell zu befördern. Nur ein bisschen Radwegeausbau ist noch möglich, aber auch hier ist der große Wurf längst nicht mehr erkennbar. Ich habe bisher nicht gehört, dass nachhaltige Mobilität bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin oder im Selbstverständnis der Landesregierung eine irgendwie bemerkenswerte Bedeutung hat. Wo ist die Betonung, dass ohne öffentlichen Verkehr keine nachhaltige Mobilität zu erreichen ist? Wo ist der Hinweis auf wirtschaftliche herausragende Bedeutung eines funktionierenden ÖPNV in Ballungsgebieten? Wer thematisiert die Notwendigkeit, Mobilität auch in den ländlichen Räumen sicherzustellen, ohne dass die Menschen faktisch dazu zu zwingen, ein Auto anzuschaffen und es zu unterhalten? Ein finanzieller Kraftakt, der keineswegs mehr allen Menschen ohne weiteres gelingt. Ich höre auch nichts von der Landesregierung und ich lese nichts im Haushaltsentwurf zur großen Frage der dauerhaften Sicherstellung des öffentlichen Verkehrswesens in finanzschwachen Kommunen. Dabei erleben wir immer mehr, was für die Städte zum Beispiel im Ruhrgebiet heißt, eine in die Jahre gekommene Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und zu entwickeln. In Mülheim wollte man vor einem halben Jahr gänzlich aus dem schienengebundenen öffentlichen Verkehr aussteigen. In Essen ist der Kämmerer mit demselben Vorschlag in die Debatte über substanzielle Sparmaßnahmen gegangen. In Oberhausen und Duisburg wird längst, wenn auch eher im Stillen, ein Rückbau des ÖPNV betrieben. So, zum Schluss noch ein Wort an die Kollegen der FDP zur Seeschifffahrtsprognose. Auch Sie betreiben hier Copy und Paste. Sie haben nämlich eine Idee von uns Piraten übernommen, nämlich dass aus Steuermitteln finanzierte Daten und Gutachten demjenigen, der sie finanziert ist, nämlich dem Steuerzahler zur Verfügung zu stellen, zu veröffentlichen. Das begrüßen wir. Alles Weitere hierzu machen wir dann im Ausschuss. Den Einzelplan 09 lehnen wir ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frickel. Für die Landesregierung spricht nun Herr Minister Groschek.